お前はどのような男になりたい？Setzen Sie auf, damit Sie fotografiert werden können. Danke auch. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Panorama zum japanischen Beitrag Big Bang Love Juvenile A. Und wir heißen herzlich willkommen in der Rolle des Kazuki Shiro, natürlich nicht jetzt, aber im Film, Mr. Ando Masanobu. Und ganz herzlich einen der wohl vielseitigsten Regisseure unserer Zeit, Mr. Mike Takashi. Vielleicht als kleine Anfangsfrage an den Regisseur. Bei diesen Filmen ist es Ihnen besonders wichtig gewesen, nach Berlin zu kommen. Und wenn man den Film sieht, fallen einem auch Fassbinder, Kerell, bestimmte Bilder ein. Können Sie uns vielleicht dazu auch etwas sagen? Ja, also vor Jahren hatte ich einen Film gedreht, von dem ich selbst sehr überzeugt war. Und dieser Film wurde leider hier nicht angenommen. Und damals war ich natürlich ziemlich sauer und dachte, eines Mal werde ich mich revanchieren. Und jedes Jahr hatte ich gedacht, das mache ich jetzt. Und nun, jetzt habe ich es endlich geschafft, hier eingeladen zu werden. Und ich freue mich darüber. Nun, für mich ist damit eine Zäsur vollbracht. Und ich denke, dass ich jetzt in Zukunft noch aggressivere, neuere Filme drehen werde. Kommen wir aber erstmal jetzt zu dem Film, Big Bang Love, Juvenile A. Sie sind herzlich eingeladen, auf Fragen an unsere Gäste zu stellen. Sie sind herzlich. Vielleicht können Sie einfach mal damit beginnen. Wie sind Sie zu diesem Stoff gekommen, den von Iki Kawajiri, einem Comic nehme ich an, oder ist es eine geschriebene Vorlage, die Sie überarbeitet haben mit Ihrem Drehbuchautor, mit dem Sie ja sehr oft schon zusammengearbeitet haben? Was hat Sie fasziniert an dem Stoff? Ja, also der Stoff, das ist ein Roman, der schon von Jahren geschrieben worden ist. Herr Kajiwara ist ein Autor. Er ist in Japan, ja, wie soll ich sagen, der Creator gewesen der Animationswelle in Japan. Also die heutigen Animationsfilme haben
von Kajiwada Ikki sehr viel gelernt oder abgeguckt, als sie Kinder waren. Auch ich habe von ihm sehr viel abgekupfert. Und Herr Kajiwada hat einen Roman geschrieben, also kein Manga. Und ich hatte schon immer gedacht, das würde ich gerne verfilmen. Aber der Stoff ist schon ein bisschen veraltet und deshalb haben wir versucht, etwas zu modernisieren, zum heutigen Zeitpunkt passend zu machen. Wir hatten auch wenig Etat, Budget und dann hatten wir das versucht, der Situation anzupassen. Also das ist nicht ganz 1:1 übersetzt von dem Roman. Aber ich glaube, das, was Herr Kajiwala als Botschaft uns mitteilen wollte, das konnte ich, glaube ich, gut darstellen. Können Sie vielleicht denjenigen, die das Buch, die Vorlage nicht kennen, kurz sagen, was das heißt, zu modernisieren, was jetzt Ihnen speziell wichtig war, zu aktualisieren und jetzt in diesem Film nach vorne zu bringen? Ja, also Herr Kajiwara, er hat vieles geschrieben, aber dieser Roman ist etwas auch Besonderes innerhalb der vielen Werke von Kajiwara Ikki. Also ein Mann hat irgendwie, wie soll ich sagen, Sehnsucht oder von anderen Männern angezogen, Neid und Liebe. Und das sind ja so Gefühle, die meistens zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden. Aber hier findet es in einer geschlossenen Welt statt, wo nur Männer sind. Normalerweise ist ja die Welt ja offener. Also in einer offenen Welt, da gibt es Männer und Frauen und dort entstehen dann vielerlei Geschichten. Aber in einer geschlossenen Welt, auch in einem Gefängnis, kann ein Drama entstehen. Und das wollten wir visualisieren mit Bildern. Vielleicht auch eine Frage an den Darsteller, an Susan. Wie haben Sie sich mit diesem Mikrokosmos in diesem Knast, mit Ihrer Rolle auseinandergesetzt? Was war so dass der Reiz, den Sie auch mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten und diese Rolle zu entwickeln, auch diese modernisierte Fassung? Ja, wie soll ich sagen? Also, wir hatten oder ich hatte überhaupt kein Gespräch dahingehend mit dem Regisseur gehabt, dass wir die Rolle von Kazuki irgendwie in einer bestimmten Form darstellen wollten. Also ich habe versucht, nicht die Seele, sondern durch meine Körpersprache die Rolle zum Leben zu bringen, das Innenleben auszudrücken. Also ich habe meinen Körper wirklich zu 100% gezeigt. Sie sind nach wie vor herzlich auch eingeladen, unseren Gästen Fragen zu stellen zu dem Film. Sie freuen sich auch von Ihnen zu hören, wie Ihnen der Film gefallen hat oder ob Sie Fragen dazu haben. Sie sind herzlich eingeladen. Vielleicht dann nochmal an den Regisseur. Ich hatte die Frage ja schon mal kurz gestellt. Wenn man die visuelle Kraft des Filmes sieht, dann fühlt man sich in Deutschland unweigerlich auch an Kerel, an die Genet, an Fassbinder erinnert. War das auch eine Bilderquelle, eine Influence, die Sie gehabt haben in der visuellen Gestaltung des Films mit Ihrem Produktionsdesigner, mit dem Sie ja auch schon viel zusammengearbeitet haben? Ja. Also Filme, ein Kino wird da von vielerlei Aspekten